Beste Freunde für immer. Weiterer Satz neigt sich dem Ende. Nur noch ein paar freie Stellen, bevor diese Trophäen in den Bunker. Ach. Deshalb der Bunker im Garten. Da kommen die ganzen. Ein paar von deinen Freunden sind vorbeigekommen und wollten wissen, ob du daran gedacht hast, die Tickets zu bezahlen. Tickets? Welche Tickets? Kino-Tickets, glaube ich. Sie haben gesagt, du hattest ihnen versprochen, dir mit ihnen einen Film anzusehen. Haben sie gesagt, dass sie sich mit dir zusammen lieber ein Kettensägen-Massaker ansehen wollen? Ach, ja. Italienischen Akzent und Nadelstreifenanzüge? Ja, das ist sehr nett. Ja, ich werde sie später zurückrufen. Ich weiß, ich bin ein wenig mit meinen Zahlen im Rückstand. Dann haben die Jungs also meine Nacht übermittelt. Das haben sie, meine Mama hat sie. Mach das nicht noch einmal. Neben Bob, dir steht das Wasser bis zum Hals. Die Schulden des Darling. Ich weiß nicht, ich werde alles zurückzahlen. Ich benötige nur noch etwas Zeit. Na gut, angefallen für angefangen. 3 Stunden. Bob, bla bla. Okay, mal wieder hier. Leichen wegräumen. Hier im Fernsehen los. Eine Mafia-Komplizen auf Kaution draußen. Okay. Suche nach Echo-Killer hoffnungslos. Oder Echo-Killer wahrscheinlich dann. Oh, was ist denn hier los? 4 Leichen, 2 Beweise, 80% Blut muss weg. Okay. 1, 2, 3. Das wird schon irgendwie. Genau, die Macht versuche ich heute noch. Ich glaube, danach wäre Feierabend. Ein Kreuzfeuer gestorben. Ich kann mich gar nicht verstecken. Ich dachte, es wäre ein Schrank, ey. Ey, man. Mensch. Aber das wird schon. Gutes Gefühl. Mir alle sauber machen um die Leiche herum. Verstecken erstmal. Erstmal hier alles wegmachen, alles sauber machen wieder. Irgendwas aufheben. Die habe ich schon, die Pistole. Ja, es ist. Da hinten kann ich mich verstecken, okay. Warten wir, bis der Bulle wieder weg ist. Ich versuche ihn einzusperren. Da einer weniger, der mich nerven kann. Da läuft eine ziemlich lange Route da. Ah, Moment. Ich muss schnell zur Tür. Thank you.
So, und weiter geht's. Jetzt ist er gerade oben. Okay, jetzt passt es natürlich nicht. Jetzt passt es sehr gut. Mist. Oh. Warum läuft er jetzt nicht wieder raus? Jetzt. Lalala. Ja, er muss nachher weg. Aber der dreht sich nur im Kreis. Okay, das ist natürlich ungünstig für mich. Ah, okay, das war nicht schlau. Wenn das Auto hier bewegen. Ach so, okay. Das ist praktisch. Oder auch nicht. Fuck, fuck, fuck. Nix zum Verstecken hier. Okay. Fuck. So kurz, ey, davor. Puh, also sobald er wieder unten ist, sperre ich ihn ein. Die andere, wenn der sich nicht gerade da wäre. Fuck. So. Ah, dann.
Hier könnte man auch entsorgen. Ah doch, da sieht es. Ja, 10% und eine Leiche, ein Beweis. Beides da rechts. Das wird doch jetzt. Also Blut habe ich sehr gut. Jetzt wieder ins Haus. Mache ich das? Noch was mit Geräusch? Nein. Lauf, lauf. Lief jetzt nicht so gut. Man S, ja. Jetzt noch den Beweis da. Und geschafft. Über den Modus Operandi des Echo Killers. Dieser hat uns gegenüber bestätigt, dass verschiedene Beweisstücke vom Tatort des letzten Monats, dem Bahnhofsdepot, auf mysteriöse Weise verschwunden sei. Diese zählen ein Notizbuch, eine Kiste voller Drogen, ein Seil, dessen Hilfe der Mord durchgeführt worden sein soll. Das kommt mir auch bekannt vor. Ah, Joey ist vielleicht der Echo-Killer. Fremde Hilfe? Unter der Nase reiben, sobald ich meine Schulden bezahlt habe, war's das. Dann höre ich den Job auf. Den ganzen Tag. Sie sind nicht mehr Einzelklient. Ich hätte ihn. Bla bla bla. Halten Sie mich für einen Idioten, ich habe einen Fernseher und bleibe auf dem Laufenden. Natürlich weiß ich, was ich abgeht. Ich mache das hier des Geldes wegen, der nicht genug Kohle zusammen hat, bin ich weg. Und diesmal wirklich. Bla 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 bla. Nun, wir werden alle. Sind wir dabei oder nicht? Bin dabei fürs Erste, was haben Sie für mich? Im Hotel, draußen vor der Stadt. Vier Leichen, eine Kamera, ein Poli und einen Strumpf.
Ja gut. Aber es ist schon 20 nach 9. Spiele hatten überraschend spaßig. Vielleicht mache ich das auch bis das nächste Mal nochmal zu Ende. Oder nicht nochmal, nachher zu Ende. Hat viel Spaß gemacht heute. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns hoffentlich nächstes Mal am Montag. Und bis dahin, schönen Abend, schönes Wochenende. Und ja, bis bald hoffentlich. Ciao, ciao.